uns, was passiert, wenn feine Schrotkugeln auf Modelliermasse treffen. So stellen wir nach, wie die Kometenpartikel auf das Aerogel getroffen sind, nur dass dort die Partikel noch 50 Mal schneller waren. Bereit? Aber sicher. Setzen Sie jetzt die Schutzbrille auf und stecken Sie Ohrstöpsel rein. Wir schießen mit einer Schrotflinte aus einer Entfernung von ca. 30 Metern. Ich lade das Gewehr mit einer Kaliber 12-Patrone. Los geht's. Das hat ziemlich geknallt. Wollen wir es uns mal anschauen? Ja, gern. Sehen Sie sich die Löcher an. Jede Schrotkugel hat ein Loch gemacht. Sollen wir ein paar Kugeln rausholen? Klar. Dieser schmale Gang führt uns zu einer Schrotkugel. Man kann sich vorstellen, wie kompliziert und zeitaufwendig es für die Wissenschaftler war, im Aerogel nach den winzigen Kometenpartikeln zu suchen. Nach der Rückkehr der Stardust-Sonde fanden Wissenschaftler darin mehr als 10.000 Kometenfragmente. Chemische Analysen ergaben, dass sie die organische Verbindung Glycin, eine Aminosäure, enthielten. Dieser Baustein des Lebens war über 4 Milliarden Jahre im Eis eingefroren. Diese Entdeckung legt nahe, dass organische Verbindungen sehr leicht entstehen können. Das heißt nicht, dass es auf Kometen je Leben gab, aber dass die Grundbausteine des Lebens dort entstanden sein könnten. Kometen enthalten wertvolle Informationen über den Ursprung unseres Sonnensystems und vielleicht des Lebens selbst. Doch sie sind vergänglich. Moderne Satelliten haben Bilder einer Gruppe von Kometen aufgenommen, deren Tage gezählt sind. Sie werden ihr Leben mit einem selbstmörderischen Todessturz beenden. Unsere Reise mit den Kometen ist eine Achterbahnfahrt durch die Galaxis. Doch die eisigen Vagabunden kreisen nicht ewig durch unser Sonnensystem. Die meisten lösen sich nach ein paar tausend Jahren in Staub auf. Selbst Giganten wie der Hallesche Komet haben nur eine Lebenserwartung von einigen 10.000 Jahren. Kometen lösen sich mit der Zeit auf, weil sie bei jeder Sonnenumrundung Eis verlieren. Irgendwann ist dann nicht mehr genug übrig, um eine Koma und Schweife zu bilden. Dann sehen sie aus wie Asteroiden. Manche zerbrechen auch, weil das Eis sie nicht mehr zusammenhält oder weil die Schwerkraft anderer Himmelskörper an ihnen zerrt. Aber nicht alle Kometen scheiden friedlich dahin. Wir sind nun einer Gruppe sogenannter Sungrazer auf den Fersen, die kurz und gefährlich leben. In unserem Raumschiff wird es immer heißer, weil die Kometen sich bis auf wenige hunderttausend Kilometer der Sonne nähern. Schon sehen wir, wie einige dieser Kamikaze-Kometen sich direkt in die Sonne stürzen und für ein beeindruckendes Spektakel sorgen. Sungrazer kreisen zunächst auf ganz normalen Umlaufbahnen. Doch dann werden sie von einem Planeten abgelenkt, wahrscheinlich Jupiter. Wenn sie Glück haben, verfehlen sie die Sonne knapp. Wenn sie Pech haben, werden sie von ihr verschluckt. Das Sonnen- und Heliosphärenobservatorium, kurz SOHO, hat schon 2000 solcher Fälle dokumentiert. Die berühmtesten Sungrazer sind die Kreuzgruppe. Sie entstanden, als ein großer Komet in viele kleine Teile zerbrochen ist.
Es ist ein faszinierendes Szenario. Ein Komet rast durch das ganze Sonnensystem und kracht in die Sonne. Das beobachten wir andauernd. Aber einige Kometen zerstören nicht nur sich selbst. Sie vernichten auch Leben auf der Erde. Untersuchungen von Kratern auf unserem Planeten haben ergeben, dass etwa alle 40 Millionen Jahre ein Komet auf der Erde einschlägt. Vielleicht hat ein Komet das bekannteste Massensterben aller Zeiten ausgelöst. Die Ursache für das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren ist immer noch nicht klar. Man geht davon aus, dass es ein Objekt mit 10 Kilometern Durchmesser war. Nahe der Erde gibt es keine Asteroiden dieser Größe, aber einige Kometen. Da das 65 Millionen Jahre her ist und etwa alle 40 Millionen Jahre ein Komet die Erde trifft, könnte es durchaus ein Komet gewesen sein. Im Laufe der Geschichte sind wohl unzählige Kometen auf der Erde eingeschlagen. Doch es ist schwierig zu bestimmen, ob ein Krater von einem Kometen oder einem Asteroiden stammt. Die Untersuchung ist schwierig, weil viele Überreste verloren gegangen sind. Außerdem bestehen Asteroiden und Kometen aus ähnlichen Materialien. Selbst wenn man also etwas findet, lässt es sich nicht eindeutig einem Kometen oder Asteroiden zuordnen. Hinzu kommt, dass ein Komet nicht einmal in die Erde einschlagen muss, um eine Katastrophe auszulösen. 1908 explodierte ein Feuerball in der Atmosphäre über der Tunguska-Ebene in Sibirien. Die Hitze und Energie der Explosion trafen die Erde wie ein heißer Tornado. Mehr als 2000 Quadratkilometer Wald wurden vernichtet. Noch heute diskutieren Wissenschaftler darüber, ob es ein Komet oder ein Asteroid war. Wenn es ein Komet gewesen ist, müsste man in den Sedimenten Hinweise darauf finden. Zum Beispiel große Anteile von Helium-3 im Vergleich zu Helium-4. Auch am Grund von Seen könnte man außergewöhnliche Isotope finden. Das ist keine leichte Aufgabe. Es ist schwierig zu belegen, dass auf der Erde Kometen eingeschlagen sind. Auf den Gasplaneten dagegen lassen sich handfeste Beweise dafür finden. Sie zeigen, dass Kometeneinschläge eine reale Bedrohung sind. Auch für die Erde. Seite an Seite mit den Kometen haben wir die wärmsten und kältesten Regionen unseres Sonnensystems durchquert. Dabei haben wir untersucht, ob Kometen Leben geformt oder zerstört haben. Längst nicht alle Kometen ziehen sich irgendwann wieder in die äußersten Regionen unseres Sonnensystems zurück. Das Leben eines Kometen kann ganz unterschiedlich enden. Manche verglühen in der Sonne, andere werden auf Nimmerwiedersehen in die Oortsche Wolke katapultiert. Wieder andere schlagen auf Planeten ein. Wir reisen zurück in das Jahr 1994. Und folgen einer Gruppe von 21 Fragmenten des Kometen Shoemaker-Levy 9, die vom Gasriesen Jupiter angezogen werden. Wenn wir in der Zeit zurückreisen und eines der Fragmente von Shoemaker-Levy 9 begleiten könnten, wäre das ein spektakuläres Erlebnis. Jupiter würde vor uns immer größer werden, bis wir in ihn hineinkrachen. Durch den riesigen Aufprall entsteht eine riesige Wolke aus ultraheißen Gasen, die direkt aus dem Inneren von Jupiter stammen. Shoemaker-Levy
Shoemaker-Levy 9 hat auf dem Jupiter Krater mit dem Durchmesser der Erde hinterlassen und damit deutlich gezeigt, welche Konsequenzen ein Kometeneinschlag haben kann. Wenn eines dieser Fragmente die Erde getroffen hätte, wäre das eine globale Katastrophe gewesen. Die Stücke waren sehr groß und schnell. Aber Jupiter hat alle abgefangen und dabei keinen größeren Schaden erlitten. Aber Jupiter kann uns nicht vor jedem Kometen schützen. Manche schleichen sich an ihm vorbei und kommen der Erde sehr nahe. Die gute Nachricht, Asteroideneinschläge sind viel wahrscheinlicher, weil es in unserer Umgebung viel mehr Asteroiden gibt. Die schlechte, sollte dennoch ein Komet Kurs auf die Erde nehmen, würden wir ihn erst entdecken, wenn er auf der Höhe von Jupiter beginnt, Gas und Staub auszustoßen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Komet der Erde sehr nahe kommt. Aber wenn, dann wird es gefährlich. Sie sind viel schneller als Asteroiden und würden deutlich heftiger einschlagen. Die NASA nimmt diese Bedrohung sehr ernst. Bisher haben Satelliten 84 erdnahe Kometen aufgespürt. Als erdnah gilt, was sich der Erde bis auf 45 Millionen Kilometer nähert. Momentan scheint kein periodischer Komet auf die Erde zuzusteuern. Jupiter und andere Planeten können jedoch Kometen umlenken. Dann könnte der Erde eine Kollision bevorstehen. Seit Beginn der Aufzeichnungen sind mehr als 4200 Kometen dokumentiert worden. Lediglich ein Bruchteil der tatsächlichen Anzahl. In den Tiefen des Alls lauern noch Milliarden solcher Eisklumpen. Eines Tages könnte sich einer in Richtung Erde auf den Weg machen. Sollte ein Komet auf die Erde zurasen, haben wir ein Problem. Und nicht besonders viel Zeit, es zu lösen. Wir können nur versuchen, ihn mit einer riesigen Bombe vom Kurs abzubringen. Schwierig mit nur wenigen Monaten Vorlaufzeit. Schon unsere Vorfahren haben Kometen bewundert und gefürchtet. Und auch wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Aber je mehr wir über sie wissen, desto besser können wir sie einschätzen. Es ist schon erstaunlich. Vor wenigen hundert Jahren wussten wir nichts über Kometen. Mittlerweile haben wir sie aus der Nähe betrachtet, Proben genommen und analysiert. Wir wissen jetzt, dass diese geheimnisvollen Objekte für Veränderung und für Zerstörung gesorgt haben. Aber womöglich auch für die Entstehung von Leben.